So, check, check. Um 1, 2, 3. So, das Ding ist an und damit auch herzlich willkommen. Heute zu einem kleinen Let's Play. Auch mein erstes Let's Play. Ich will euch nicht lange mit Labern belästigen, sondern direkt hier mit einer neuen Welt beginnen, die ich einfach mal aus voller Freude für heute Let's Play nenne. Survival-Modus, Hardcore. Ist mal etwas mehr Action und weckt auch ein bisschen den erfinderischen Geist. Oder Entdeckergeist, keine Ahnung, verwechsel ich oft. Erstmal ohne Texture Pack und vielleicht entwickelt sich da im Laufe des Let's Plays etwas mit so einem hauseigenen. Los. Mach mal. So. Scheiße, die Aufnahme ist ein bisschen verschoben. Das macht nichts. So. Jetzt müsste es gehen. Neue Welt, keine Eiswelt zum Glück. Das passt doch einfach perfekt. Wie man sieht, kein Cheat, kein gar nichts, kein nix da drum, kein Schleimer, kein gar nichts. Also rein Vanilla-mäßig, hab mein PC neu aufgesetzt, keine Mods drauf. Alles Fresh Junkie. Ich fälle hier gerade Holz für diejenigen, die es interessiert. Da ich mein Haus wahrscheinlich daraus bauen werde. Die Stelle hier, die sieht doch schon mal ganz gut aus. Die werde ich auch wahrscheinlich benutzen. Einfach mal so in den Bau so reinarbeiten. Mit schönem Ausblick aufs Meer. Obwohl die Map hier noch ein bisschen eckig gerendert ist, aber es wird sich im Laufe schon ändern. Ich mal. So. Wo ist es? Die muss da rein. Und das ist noch aufnehmen. So, da das langweilig wird, ganze Zeit mit der Hand hier rumzuhacken, kommt schnell mal eine Crafting-Table hier per Hand rein, zack. So, neue Bodenpickaxe und auch Schaufel. So. Damit sollte das alles ein bisschen schneller gehen. Wir wollen ja nicht, dass ihr euch langweilt. Ich hätte mir auch einfach nur ein Pickaxe zu machen können, hätte ich ein bisschen Holz gespart. Kekse! So. Ein bisschen klein habe ich mir ein bisschen größer vorgestellt. Könnte auch einfach hier mal eins runter machen. Scheiße, wo mach ich eins runter? Ich werde versuchen, also im Laufe des Let's Plays versuchen, sehr realitätsnah zu bauen. Heißt, dass ich manche Stützpfeiler bauen werde. Dieser dummster Dabster da. Sowas halt, werdet ihr sicherlich noch merken. Aber bis das passiert. Erstmal kleine Bauten herrichten, Essen sammeln ist auch noch ganz wichtig. So, dann nehme ich eben noch einen Stein. So. Zack, 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 so. Stones worth. Und das werde ich noch sehr oft im Let's Play machen. Juhu! Autsch! Das meine ich irgendwie nicht damit, aber egal. Nein, das geht gerade nicht. So, da ihr gerade gesehen habt, der Kevin hat angerufen. Da pausiere ich doch mal kurz die Aufnahme und werde gleich wieder da sein. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Der Kevin konnte es irgendwie nicht aushalten und ist jetzt hier mit mir in einer Konfi und hört alles mit, hat sich aber auch stumm geschaltet. Wie ihr gerade gesehen habt, ein kleiner Fail-Sprung. Das will ich aber richtig machen diesmal. So, diesmal hat es geklappt. Nicht mehr auf so einen komischen Dreckbolzen da oder so gesprungen. Es war ein Schwein überhaupt im Wasser. Ja, toll. Ganz weit unten. Schwimm, auftauch, U-Boot, anvisieren! Kevin dachte sich bestimmt gerade den Arsch ab. Egal, wie ich jetzt hier für nur ein XP hier auf den Meeresgrund gehe,
ist doch sicherlich rekordverdächtig. Wenn ich ertrinke, lache ich mich selber aus. Wie ich gerade die Schweinchen jage und da oben auf dem Berg wohne. Ein bisschen Robin Hood-mäßig. Egal, das sollte erstmal genug Fleisch sein. Jo, ich werde auch nachher Melonen und Kürbisse und Weizen und hast du nicht gesehen suchen. Dann müsste sich doch die Zeit vertreiben lassen und das Leben dürfte spaßig mit Creepern hier weitergehen. So, Kekse, 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 Kekse. Puh, ich hoffe so. Steinchen ab. Ah, eine Chest wäre jetzt auch nicht scheiße, schlecht. So. Jetzt haben wir 49 Erde, 3 Fleisch und 2 Cobblestones. Das bringt mir auch sehr viel, da hier oben kaum Ressourcen sind. Einsame Insel, viereckige. Ah ne, da geht's weiter. So, könnte mich theoretisch in den Bau reinarbeiten, so. Jo, das mache ich einfach mal. Indem ich mich hier wie ein Kloppter mit einer Holzpickaxe einfach mal hier ein paar Kilometer runter in den Boden bohre. Runter, 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 runter. So, auf jeden Fall. Jetzt weiter runter und runter und runter. Und jetzt habe ich keinen Bock mehr. So. 6 Minuten geht die Aufnahme schon. Ich versuche so nicht länger als 10 Minuten zu machen, weil es dann sonst nicht mal mit dem Schlafen funktioniert. Da ich morgen Schule habe und ich da auch gerne. Wo eigentlich nicht, da muss ich leider gerne hingehen. Das heißt ich. Kommt hier auf mein Ende. Komm, eilig. Wer nimmt das? Ich denke so das Gefühl, als würden die mich verarschen wollen. Ah nee, da ist schon Erde. Das ist gut. Das ist gut. Oder? Ja, ich bleib mal dabei, es ist gut. Ja. Daraus kann ich nachher auch einfach so einen Geheimgang bauen, wie ich schnell auf den Berg komme, ohne so von Creepern verfolgt zu werden. So. Hopp, hopp. Hopp, 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 hopp. Kekse! Den Satz sage ich viel zu oft. So, Bäume sind hier auch leider sehr wenig. Schafe, damit könnte ich mir ein Bett bauen und über die Nacht schlafen. Schlafen. Schön. Ah ne, dann kann ich jetzt, ja genau, diese Dinger gleich holen. Wenn ich weiß, was es ist, damit macht man Getreide. Solche komischen gelben Dinger, die man dann massenweise, tonnenweise in sich reinstopft und dann immer, sich immer mehr aufbläht. So. Ente. Du hast jetzt nicht gerade lecker aussah, musste sein. Ah, die Dinger will ich doch gar nicht umbringen, nur anders komme ich jetzt in die Wolle. Scheiße auf die Wolle. So, wieso dauert das denn jetzt so lange mit den Laden hier der Texturen? Ich glaube, ich werde nachher einfach einmal durch die ganze Welt hier gehen und eine Aufnahmepause währenddessen machen. Weil es sieht echt nicht schön aus. Und ich weiß nicht mal, wo ich zurückkomme. Ah, doch, da, glaube ich. Gibt's doch nicht, echt keine Bäume. Es vermisst mir echt gerade den Tag. Upsi-dupsi-dupsi-dup. Es vermisst mir echt gerade den Tag. Weil ich jetzt hier nichts anderes machen kann, als ihn bescheuerter hier durch die Gegend zu. Durch die Ballerei hier auch durchzulatschen. Ah, an dem Berg hier erinnere ich mich aber. Der ist irgendwo in der Nähe des anderen Berges, des anderen Berges. Des anderen Berges gewesen, so. Und der ist. Ja, das ist aber. Da habe ich ja gerade den Baum gepflanzt. Ist aber schnell gewachsen. Ist aber auch schon klein. Und wenn meine schlechten Augen mich jetzt hier nicht sehen. Doch, komm so. Egal. Ich dachte, da wäre Zuckerrohr. Aber egal, die Aufnahme ist in 6 Sekunden zu Ende. Jo, ich mach mal hier einen kleinen Cut.
Bis zum nächsten Mal. Besucht uns, abonniert uns. Tschüss.